erzwungene Schwingung. Ich habe hier ein Pendel von 70, 80 Zentimetern und ich werde dieses Pendel mal pendeln lassen, indem ich hier oben ganz klein wenig Energie zuführe. Und zwar mache ich das mal ganz langsam. Ja, das Pendel schlägt ein bisschen aus. Ich mache das mal ganz schnell. Ich zwinge das Pendel zum Schwingen. Jetzt mache ich das mal mit genau der Eigenfrequenz des Pendels. Und siehe da, ich muss fast gar nichts tun, wenn ich die Erregerfrequenz gleich der Eigenfrequenz eingestellt habe, dann schwingt das Pendel mit maximaler Amplitude.